Mädchen schon war Cleo klar, sie wird mal Königin sein. Sie zeichnete und malte aus, da war sie noch recht klein. Louis reiste durch die Welt, ein Künstler so wie du. Fresco war sein erster Mat und Skelly war die Crew. Wir singen, heb den Anker, hey Jungs, welche Kunst wartet heute auf uns? Komm an Bord und geh mit uns fort. Werd einer von uns Piraten. Königin Cromania war keine nette Frau. Sie stahl den Thron, verbot die Kunst und alles wurde grau. Cleo fand das schrecklich so, ja, sie musste fliehen. Sie nahm das Buch der Künste mit, wollt mit den Dreien ziehen. Wir singen, heb den Anker, hey Jungs, welche Kunst wartet heut auf uns? Komm an Bord und geh mit uns fort. Das sind Cleo und die Kunstpiraten. Cleo und die Kunstpiraten. Wilde Zeiten auf dem Bauernhof. Ahoi, Kameraden! Wer hat Appetit auf eine leckere Alpencremesuppe? Mein Altklapp-Watermelon! Oh! Skelly! Madre del Fresco! Alles in Ordnung? Nein, Prinzessin Cleo, seht doch! Ich habe mir das Holzbein gebrochen. Jetzt muss ich hier flach liegen wie eine Landratte. Ich kann versuchen, es zu reparieren. Nichts da, Captain Lewis. Das Bein ist was ganz Besonderes. Es ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es gibt nur einen Menschen, der es reparieren kann. Wer? Der alte Lenny, die Narrenkappe. Na, dann fahren wir doch zu Narrenkappen Lenny. Wo wohnt er denn, Skelly? Auf der Mordinsel, auf seinem Bauernhof. Lichtet die Anker, Piraten! Wenn ihr dann schon mal dort seid, bringt mir bitte Sahne für meine Suppe mit. Oh, na, das ist ja ein verrückter Bauernhof. Vielleicht nennt man ihn deshalb Narrenkappe. Seht euch mal die Tiere an. Die Kuschelschafe muss sich streicheln. Ja! Was ist denn passiert? Keine Ahnung, Capitano. Ich wollte dieses flauschige Schaf streicheln, aber seine Wolle ist hart wie Stein. Unglaublich. Es ist aus Holz geschnitzt. Das hier auch? Ja, und das auch. Hier sieht alles so echt aus. Ah, heilige Riesentortillas. Ah, nette Kuh. Liebe Kuh. Ah, Schneller, Fresco! Lass dich nicht erwischen! Gib Ruhe, Brötchen! Tut mir leid, Leute. Alles in Ordnung, mein Freund? Vielen Dank, ja. Fresco del Gecko ist euch sehr dankbar, Senor. Hallo, ich heiße Cleo. Und ich bin Louis. Howdy! Ich heiße Lenny, aber die Leute nennen mich Narrenkappe. Vielen Dank, dass du mich vor dieser wilden Bestie gerettet hast. Hä? Das ist sicher keine wilde Bestie. Das ist Brötchen, der liebste Bulle, den sich ein Bauer nur wünschen kann. Oh, er ist ein Bulle. Cleo und ich haben gedacht, er wäre ein... Sag es nicht! Nein, sag es nicht! Der alte Brötchen ist ein lieber Kerl, aber nennt ihn niemals eine Kuh. Das kann er überhaupt nicht leiden. Kein Problem. Nein, ist die süß, die Katze da in dem Schaukelstuhl. Und seht euch mal die tollen Käfer an. Und der Vogel ist super. Sind die alle von dir? Na klar! Hier hat's immer ein bisschen langweilig ausgesehen, wisst ihr? Da habe ich gedacht, ich peppe das hier mal ein bisschen auf. Ihre Kunst ist ja unglaublich. Ach Leute, das ist keine Kunst. Ich mache das nur so zum Spaß. Es ist trotzdem Kunst. Ich habe gerade erst was darüber im großen Buch der Künste gelesen. Seht ihr? Man nennt das Volkskunst. Man kann sie überall auf der Welt finden. Manchmal wird sie auch primitive Kunst genannt. Manche Künstler, so wie Maud Lewis, haben alles bemalt, was sie finden konnten. Sogar die Wände ihrer Häuser. Das ist total cool. Als hätten sie ihre Welt mit Kunst verziert. Hui! Na, wer sagt's denn? Ich bin ein Künstler und habe es nicht einmal gewusst. Denkst du mal, die Welt wäre grau? Verzweifle nicht, ich weiß genau. Volkskunst macht aus einerlei gute Laune, 1, 2, 3. Siehst die graue Wand da stehen? Machst du sie mit Kunst dir schön? Du mal die Welt in aller Ruhe. Niemand sieht die Welt wie du. Hui! Findest du mal alles dumm, kratz dir nicht am Kopf herum. Volkskunst macht die Welt dir bunt, bald bist du wieder froh und munter. Siehst du graue Wände stehen, machst du sie mit Kunst dir schön. Du mal die Welt in aller Ruhe, niemand sieht die Welt wie du. Denkst du mal, die Welt wäre grau, verzweifle nicht, ich weiß genau. Volkskunst macht aus einerlei. Gute Laune, 1, 2, 3. Ha,
ihr drei seid ja richtige Stimmungskanonen. Finde ich echt toll, dass ihr mich besucht. Ach, da fällt mir ein, es gibt auch einen Grund, warum wir hier sind. Es geht um Skelly. Skelly? Seid ihr Freunde von ihm? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Was treibt denn dieses knochige alte Klappergerüst heutzutage so? Er hat sich das Holzbein gebrochen und er braucht ein neues. Er sagt, du bist der Einzige, der ihm ein vernünftiges schnitzen kann. Oh, gern mit Wonne. So eine kleine Gehhilfe habe ich doch in 0, nicht fertig. Könnt ihr mal so lange ein Auge auf Brötchen werfen? Auch ich habe schon ein Auge auf Brötchen geworfen. Und sie sieht perfekt aus. Krähbotter, wo sind sie? Aha, auf der Mordinsel. Admiral Karl! Ihr habt geklingelt, Königin Cromania. Kannst du dir eigentlich vorstellen, was ein Milchbad ist? Ja, ich glaube schon, Euer Majestät. Alle Spitzenköniginnen nehmen Milchbäder. Dadurch bleibt ihre Haut zart und samtweich. Ihr schickt mich doch jetzt nicht Milch holen. Ich meine, ich tue ja alles für euch, Königin Cromania, aber... Ich würde doch nicht im Traum daran denken, eine solche Aufgabe von jemand Wichtigem wie dir zu verlangen, Admiral. Danke, ich freue mich über eure Wertschätzung. Ich will Sahne. Frisch, mit einem hohen Fettanteil. Die Piraten haben eine prächtige Kuh gefunden auf der Mordinsel. Ich möchte, dass du die für mich holst, damit ich jeden Tag frische Sahne haben kann. Eine Kuh? Ja, hast du was dagegen? Oh, nein, gar nicht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Schon bei Sonnenuntergang wird die Kuh hier im Schloss muhen. Gut. Oh, und wenn du schon mal dabei bist, fang mir diese Piraten. Ihr habt sie gehört, Wächter? Volldampf voraus zur Mordinsel. Hier, bitte sehr. Damit müsste Skelly schon bald wieder tanzen können. Das wird ihm gefallen. Ich möchte nur ungern die Stimmung verderben, aber wir haben hier einen ungebetenen Gast. Der Krähbotter. Dann ist Admiral Karl auf dem Weg hierher. Wir brauchen einen Plan. Er wird bald hier sein. Keine Angst, Brötchen. Fresco del Gecko wird dich beschützen. Seht ihr? Das ist Brötchen. Wenn er einen erstmal mag, ist er sanft wie ein Lamm. Aber denk immer daran, dass du ihn nicht etwa Keine eine... Keine Angst, Prinzessin Cleo. Ich nenne ihn bestimmt nicht eine Kuh. Ruhig, ruhig. Brötchen, ganz ruhig, braver Bulli. Ich hab's nicht so gemeint. Brötchen, hör doch auf. Gracias, Señor Narenkappe. Nicht zu fassen, dass mein Gecko-Hirn vergessen hat, dass man ihn nicht nennen darf. Wir müssten Brötchen dazu bringen, Admiral Karl zu jagen. Der würde ihn glatt von der Insel verjagen. Das ist es, Louis. Narrenkappe? Steht hier irgendwo eine Skulptur von Brötchen herum? Das ist ja vielleicht verrückt. Sowas habe ich nicht. Na, dann ist es jetzt dafür aber höchste Zeit. Siehst du graue Wände stehen, machst du sie mit Kunst dir schön. Du mal die Welt in aller Ruhe, niemand sieht die Welt wie du. Ja, sieh mal einer an, wenn das nicht meine alten Freunde, die Piraten sind. Was für eine schöne Überraschung. Oh, ich kann es kaum erwarten, Königin Cromania zu sagen, dass sie neue Gäste für ihren Kerker kriegt. Aber ich bin nicht nur hier, um euch gefangen zu nehmen. Ich werde auch dieses prachtvolle Wesen mitnehmen, wenn ich wieder fahre. Was? Dieses wundervolle Tier? Nein, das doch nicht. Also ehrlich, habt ihr wirklich gedacht, ich würde glauben, dass das echt ist? Ja. Den Versuch war es wert. Was glaubt ihr wohl, wie ich meine hohe Position erreicht habe? Ich bin doch nicht dumm. Es hat keinen Sinn, Louis. Admiral Karl ist einfach zu schlau für unseren Trick. Geben wir ihm einfach Narrenkappes Brötchen. Fresco, bring Admiral Karl bitte mal das Brötchen. Was redet ihr da für einen Unsinn? Ich will doch jetzt kein Brötchen. So, Admiral, bitte. Das hier ist ein Brötchen. Hört endlich auf mit diesem Brötchengerede. Das da ist doch kein Brötchen. Das ist eine Kuh. Keine Kuh, ein Bulle. Lauft, lauft so schnell ihr könnt. Rette sich, wer kann. Das nenne ich ja mal wieder eine kreative Lösung. Ich nenne das unsere Chance, hier zu verschwinden. Danke für die Hilfe, Narrenkappe. Ach, Unsinn ist nicht der Rede wert. Freunden helfe ich immer gern. Passt wie angegossen, Skelly. Ich hab gewusst, dass Narrenkappe mich nicht hängen lässt. Oh, da fällt mir ein, habt ihr auch an die Sahne für die Algencremesuppe gedacht? Tut uns leid, Skelly. Wenn wir versucht hätten, Brötchen zu melken, wäre er glatt. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Was wäre er? Ausgerastet.
Admiral Karl, du hast die Piraten entkommen lassen und du hast auch mir die Kuh nicht mitgebracht. Das macht deine Königin nicht glücklich. Ihr kennt doch das alte Sprichwort, Euer Majestät, man soll nicht über verschüttete Milch weinen. Ja. Ja, das kenne ich, aber dir würde ich auch keine Träne nachweinen. Auf Wiedersehen. Und nächstes Mal, Piraten, kriege ich euch. Denkst du mal, die Welt wäre grau? Verzweifle nicht, ich weiß genau. Volkskunst macht aus einer Lage. Gute Laune, 1, 2, 3.